Kleidung lächeln, alles mit Benzin bespritzen, Streichhölzer, egal womit, meine Augen, Flammenwerfer, Vernichtung, Schreie, menschliche Fackeln, die Augen schließen, ausruhen, schlafen, ich bin es, sie sehen nicht hin, der Horror auf der Leinwand schützt mich, Meere und Kontinente, ein anderes Land, umherziehen, Gastfreundschaft, Nomadendasein, die unendliche Weite des Raums. Seine Sprache, mein Dialekt, so wie früher, auf dem Weg zum Markt, so wie früher. Ich bewege mich, so wie früher, mitten unter ihnen. Störung! Des harmonischen Konzertes aus Lauten und Stimmen, Traumvisionen, anmaßende, brutale Herausforderungen, ungewohnte Schreien, radikale Ablehnung. Ja, die Hausmeisterhaken sind an der Kette dran. Also schon dran. Das ist neu. Das sind Sachen, die ich jetzt nicht weiß. Thank you.
Was ist das? Weiß auch nicht so genau. Ein Tier? Vielleicht? Das ist eine Himmelsqualle. Ziehen wir eine Zwischenbilanz. Was euch wie eure Körper vorkommt, ist nur die Erinnerung an das, was ihr einmal wart. Das Spektrum eures Wissens ist durch die Erfahrung eurer Körper begrenzt. Sobald ihr ins 10. Land eingetreten seid, wird von diesem zufälligen Schlenker des Bewusstseins keine Spur zurückbleiben. Lächeln Sie den nahen Verkehrspolizisten an mit der liebenswerten Miene des Trottels. Seit wann leben Sie hier? Ich frage Sie, wie vervollkommnen, was vollkommen ist? Am Anfang war der Schrei. Angst, Entsetzen, chemisch reiner Schmerz, anhaltend, schrill, stechend bis an die Grenze des Erträglichen. Trugbild, Spukgestalt, Ungeheuer aus dem fernen Diesseits. Irritierendes Eindringen jedenfalls, Störung des urbanen Rhythmus, des harmonischen Konzertes aus Lauten und Stimmen. Thank you.
Woher stammen Sie? How do you feel? Am Anfang. Ein paar Aufschriften in Kreide, schäbig und verstohlen angebracht. Einziges Erkennungsmerkmal der Schriftzüge: Unverständlichkeit. Räumungsbefehl. Raus mit den Mandarinen aus Europa. Raus hier, raus, raus. Allgemeiner Bankrott. Von allem wegen allem. Allgemeiner Bankrott. Von allem wegen allem. Bankrott der Völker und Schicksale. Totaler Bankrott. Meine Damen und Herren, sehr geehrte Teilnehmer des ersten Pan-Russischen Kongresses, der Sänger der Zukunft. Schädel der Tod bitte, Schädel der Tod bitte, Schädel.
Unterwegs zum Menschen. Ein wissendes Wesen ist eines Tages gekommen, hat uns unterrichtet, uns, die Unkundigen. Es hat uns sprechen gelehrt. Vorher konnten wir nur singen. Das war eine Versuchung. Man musste sie zweifellos nicht annehmen. Jetzt können wir alles sprechen, nach einigen Jahren der Kindheit und des Stammens. Und Versammlungen, Vereine, Arbeit.